Ne? So, ich würde mal sagen, ich bin jetzt gerade ganz alleine hier oben. Das liegt daran, dass meine Moderationskollegen bei euch da unten seid. Christian, ich bin jetzt hier da oben der Dieter Thomas Heck. Ja. Kann man sagen? Ja, ich höre dich. Wo ich bin hier du? ganz hinten und zwar bei denjenigen, die das dafür überhaupt möglich gemacht haben, dass wir heute hier unsere Parade machen können, und zwar unsere Sanitäter von den Maltesern. Die haben hier heute auf uns aufgepasst, genauso wie die Polizei, die Ordner und alles. Und dafür nochmal einen dicken Applaus, denn die haben euch hier heute durchgelotst und es überhaupt geschafft, dass ihr pünktlich da gewesen seid. Danke an euch. Gab es denn irgendwelche Zwischenfälle zu vermelden, Christian? Hast du da was gehört? Nö, ne? Da kann ich mal fragen. Ruhig, oder? Gab es denn irgendwas Schlimmes? Musste man Pflaster ausgegeben werden? Bienenstich. Naja, das passiert. Ja, ich gehe mal wieder ab an dich und ich glaube, Nessie, die ist auch irgendwo. Nessie, wo bist du? Ja, ich bin hier am CSD-Infostand. Also ich muss sagen, ich bin sehr gerührt. Ich habe das Gefühl, im Vergleich zu 2007 haben wir hier die doppelte Zahl von Menschen. Aber der Veit, der Pressesprecher, hat uns Folgendes zu vermelden. Die offizielle Demo-Teilnehmerzahl heißt 3000 Leute. Das ist ein Stück mehr als die letzten Jahre und das ist super. Also ich kann ja nur sagen, ich stehe hier oben und wenn ich auf den Platz gucke, dann habe ich das Gefühl, das sind keine 3000 Menschen gewesen. Denn schließlich sind jetzt noch ein paar nach Hause gegangen, sich schon mal umziehen für den Rest des Tages und so. Es sieht aus, als wären ihr Millionen. Aber wir haben noch ein Anliegen, Karin Mioska. Liebe Karin Mioska, wir haben noch ein Anliegen. Wir möchten hier in dieser Schalte noch sagen, es ist verdammt viel Arbeit, so etwas auf die Beine zu stellen. Das glaube ich. Und deshalb möchte ich nochmal das Wort an den Pressesprecher des CSDs übergeben. Genau, so ein Event oder so eine Veranstaltung zu planen, ist natürlich sehr anstrengend oder zeitaufwendig. Und das funktioniert natürlich nur mit vielen ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern des CSD Rostock e.V. Und daher nochmal, es kann jeder bei uns Mitglied werden, der sich engagieren möchte und uns somit unterstützen, egal ob personell oder halt, wenn jemand sagt, er hat nicht so viel Geld, beziehungsweise nicht so viel Zeit, so rum, dann freuen wir uns natürlich trotzdem über die Mitgliedschaft, weil das bringt halt ein bisschen Geld ein. Unser Mitgliedsbeitrag ist auch bei 36 Euro im Jahr nicht wirklich viel. So, und ich sag mal so, wer sagt, heute Abend, ich habe nur 6 Euro frei, die nehmen wir auch. Und in diesem Falle würde ich sagen, es ist ein perfekt organisiertes Fest. Wir freuen uns auf Stunden großartiger Unterhaltung und möchten hier nur noch Spaß haben auf dem Platz. Wir geben zurück an Karin Mioska. Ja, ja. Nee, aber wirklich, ich muss noch einmal das Dank zurückgeben an jeden einzelnen Stand hier auf dem Platz. Für euch ist ja quasi jeder Tag CSD. CSD ist für euch Organisationen, Institutionen und Privatpersonen, die hier unterwegs seid, ist nicht nur einmal im Jahr CSD, sondern ihr arbeitet das ganze Jahr über für die Community und in der Community. Ein großes Dank dafür, dass ihr heute da seid und dass ihr das ganze Jahr über für uns und unsere Rechte arbeitet. Herzlichen Dank. An dieser Stelle möchte ich, genau, man darf immer klatschen übrigens, ich habe da überhaupt gar nichts dagegen. Ich meine, es gibt immer diesen großartigen Spruch, wenn die Stimmung kippt, dann zieht die Annie Heger sich aus. Das wollen wir vermeiden heute, also klatscht, was das Zeug hält. Und ich würde an dieser Stelle nochmal zurückgeben an meinen Co-Moderator Christian Mansen, der aber jetzt bei mir auf der Bühne steht. Ja. Das ist ja schön. Wir sind ja, und ich auch. Spontan bei dir. So, genau. Eine Sache haben wir noch, und zwar gibt es noch einen zu erwähnen, die uns jahrelang auch unterstützt haben und ermöglicht haben und uns auch erlaubt haben, hier überhaupt aufzutreten, das Fest zu machen. Und das ist die Hansestadt Rostock. Die wird in 343 Tagen 800 Jahre alt. Wahnsinn. Darauf freuen wir uns sehr. So alt sieht die gar nicht aus, die Stadt. Wenn ihr nachher zu den Straßenbahnen geht, guckt nochmal aufs Rathaus. Dort ist eine Uhr und in Sekunden angegeben, ab wann wir 800 Jahre alt sind. Vielen Dank auf jeden Fall auch an die Hansestadt Rostock. Das ist ja nicht selbstverständlich. Nicht jede Stadt in Deutschland und schon mal gar nicht jede Stadt der Welt beherbergt gerne einen Christopher Street Day. Und jetzt sind wir bereits seit 15 Jahren hier in Rostock. Das ist wirklich, wirklich einen großen Dank wert.
Und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit ein bisschen Stimmung an dieser Stelle. Erstmal genug der Worte. Und du, Christian, hast mir versprochen, du wirst bei dem nächsten Song Ausdruckstanz machen, richtig? Auf jeden Fall. Waldorfschule, zweite Klasse, ich habe sie abgeschlossen. Ich bin raus. Echt? Kannst du deinen Namen tanzen? Nein, konnte ich mal. Jetzt aber nicht mehr. Alle in der Schule haben gedacht, du heißt Renate, richtig? Horst. Genau. Aber ich würde mal sagen, auf geht's mit dem nächsten Song.